Schorsch, irres letztes Heimspiel der Saison, dreimal geführt, am Ende durch eine mehr als fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters um den Punkt gebracht. War eine Achterbahnfahrt der Gefühle heute. Absolut, absolut. Es ging, glaube ich, nicht nur den Leuten da draußen, die uns zugeschaut haben, angefeuert haben, so, sondern uns auch. Auskriegel. irgendwo ärgerlich dann natürlich. Ich finde, 3-3 können wir dann eigentlich damit leben. Sieg haben uns jetzt, glaube ich, fairerweise nicht so klar verdient. Die haben uns ganz gut im Griff gehabt auch, haben gut den Ball laufen lassen. Und ja, schade, dass durch eine Entscheidung, aber gut, das sind halt Tatsachenentscheidungen, wurde nochmal gecheckt. Also muss ja scheinbar ein klarer Elfmeter gewesen sein. Ich glaube, die zweite Halbzeit sind die Zuschauer auf einmal auf ihre Kosten gekommen. Ich habe die Situation am Schluss nicht gesehen. Also ich habe es nur einmal gesehen, habe keine Wiederholung, ob es ein Elfer war oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich fand es schade, dass es zumindest gar nicht mehr angeschaut hat, weil es die Situation einfach das Spiel entscheidet, weil es halt einfach in der 92. war. Deswegen weiß ich das jetzt nicht genau, ob es wirklich ein Elfer war oder nicht. Ich glaube, am Schluss beim 3-3 haben beide Mannschaften versucht zu gewinnen und Hertha hat dann in einem Moment noch gehabt mit dem Elfmeter. Wir haben dann einfach nur noch eine Minute gehabt, um zurückzukommen und mit unseren zwei, drei langen Bällen haben wir dann auch keine Wirkung mehr zeigen können. Schade, aber ja. Ich finde es schade, dass wir das Spiel verloren haben. Aber natürlich, wir haben auch das Spiel verloren, weil wir in der Standardsituation nicht konzentriert waren an die Männer. Und ich finde einfach schade, dass wir nicht heute vor unseren Zuschauern das Spiel gewonnen haben. Ihr habt euch heute einiges vorgenommen für das letzte Heimspiel. War eine krasse Steigerung im Gegensatz zur letzten Woche auf Schalke. Heute nochmal motiviert und willig nach vorne gespielt. Wie hast du es empfunden auf dem Platz? Ich habe es letzte Woche jetzt auch nicht so schlecht gesehen. Klar, ist immer schwierig. Wir haben unser Ziel erreicht und vielleicht war da letzte Woche auch der Spannungsabfall ein bisschen zu groß. Aber heute habe ich das schon empfunden, dass jeder wollte, jeder reingehauen hat. Und was halt über allem steht, ist, wir spielen nächstes Jahr wieder in der Bundesliga oder der FCA spielt in der Bundesliga. Und das geht über allem. Dass wir heute das Spiel verloren haben, tut uns selber leid und wir ärgern uns auch. Aber wie gesagt, die letzte Aktion können wir vielleicht gar nicht anders verteidigen. Und wenn es dann kein Elfer war, dann doppelt bitter. Heute haben wir gewusst, die sind spielstark. Wollen wir dagegen halten, finde ich, machen wir 3 gute Tore auch. Wir kommen hinten natürlich ein bisschen zu leicht. Auch sehr ähnliche Tore, muss man auch sagen. Da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf. Glaube ich, dass wir uns verbessern. Das ist ja das Schöne im Fußball und in der Bundesliga wird das dann leider schnell bestraft. Auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Wir werden nächste Saison stärker zurückkommen und hoffen, dass wir eure Herzen wieder erobern können. Es war ein emotionaler Tag für dich. Du wurdest vor dem Spiel verabschiedet. Man hat sich bei dir bedankt für viele Jahre beim FCA. Wie war es für dich? Die Zeit beim FCA? Sehr, sehr schön, sehr spannend. Wir haben eigentlich jedes Jahr eigentlich unsere Ziele erreicht. Das ist für mich auch das Wichtigste gewesen, dass die Mannschaft und der Verein sich weiter so entwickelt. Und ich habe immer mein eigenes Schicksal ein bisschen hinten angestellt, was auch überhaupt kein Problem für mich war. Und war immer gerne für die Jungs da. Und ich habe sehr, sehr schöne Momente auf dem Platz auch miterleben dürfen mit den großen Spielen von Liverpool und Belgrad, die ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. Und auch jedes Jahr der Klassenerhalt ist immer wieder was Besonderes für uns. War es auch noch ein würdiger Abschluss mit der Einwechslung auch gegen deinen Ex-Verein noch? Ja, ich danke natürlich dem Trainer, dass er das heute gemacht hat. Wie gesagt, ich war nochmal froh und habe mich auch nochmal gefreut zu spielen. Und das natürlich gegen Ex-Verein war, ist doppelt schön. Man trifft jetzt ein paar bekannte Gesichter, aber im Endeffekt geht es weiter. Die Unterstützung der Fans war wieder grandios, auch heute. Trotz Last-Minute-Niederlage, ihr wurdet gefeiert vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne, fühlt sich doch toll an. Absolut, absolut. Ohne sie geht es nicht und ohne uns geht es nicht. Wir brauchen einander. Kann man nur mit Leistung antworten, mit Positivität den Fans gegenüber. Immer wird nicht alles gelingen, aber um das geht es ja auch nicht. Wenn man fightet und man sieht, dass wir uns aufreißen, dann glaube ich, können wir gut miteinander leben. Wir wissen das auch wirklich zu schätzen und das ist alles andere wie normal. Ich kann nur sagen, dass es einzigartig ist, glaube ich, auch in Deutschland. Und wir das jedes Mal genießen, wenn wir hier spielen dürfen. Leider konnten heute die Fans in der Form nicht belohnen, dass wir das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, dass einfach wirklich, wie ich davor schon gesagt habe, das Allerwichtigste ist, dass nächstes Jahr auch hier wieder Bundesliga-Fußball gespielt wird. Ja, ich denke, dass
für uns ist sehr wichtig, auch wenn wir das Spiel verloren haben, dass die Zuschauer bei uns waren. Und natürlich wäre auch besser, wenn wir heute die 3 Punkte geholt haben. Aber jetzt haben wir das letzte Spiel in Wolfsburg. Und ich hoffe, dass wir da die 3 Punkte holen. Nächste Woche ist dann unsere Abschlussfeier. Wir haben noch ein Spiel und da geht es auch wieder um Punkte. Und wollen wir natürlich gewinnen. Also absolut. Eine Klassenfahrt wird das nicht. So ein bisschen Balli schieben, das machen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall ambitioniert wieder auftreten und schauen, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen.